sieht man die Markierung. Und wenn ich das jetzt einmal so rundherum rollen lasse, dann ist das ja der Umfang. Und dann können wir jetzt genau sehen, 28,7 cm, was einmal außen rundherum. Und dann kann ich mir jetzt noch anschauen, genau den Durchmesser. Das ist da und da 9,1 cm. Okay. So, dann schauen wir mal. Der Durchmesser. Dreizehn. Der Umfang. 41,5. Nehmen wir das kleine auch noch mit. Das hat einen Durchmesser von 4,9 und einen Umfang von 15,6. Na, wenn ich da schon überall den Umfang und den Durchmesser abgemessen habe, das bietet sich doch fast an, mit dem Taschenrechner mal zu schauen, was da für Zusammenhang besteht. So, ich rechne da mal mit dem Taschenrechner. Na, ich glaube, da können alle mitschauen. Machen wir so, dass man mitschauen kann. Da war also das Klebeband. Das hat einen Umfang von 28,7 gehabt. Den dividieren wir mal durch den Durchmesser 9,1. Da kommt also 3,15 und so weiter und so fort. Okay. Dann haben wir den Kübel gehabt mit einem Umfang von 41,5. Dividieren wir das durch den Durchmesser 13,2. 3,14 und so weiter. Okay. Und dann haben wir noch das kleine Dreibackenfutter gehabt von der Drechselmaschine. 15,6 war der Umfang. Dividiert durch 4,9 war der Durchmesser. 3,18. Also ziemlich ähnliche Zahlen. Das ist wohl die am besten und am längsten bekannteste irrationale Zahl, genannt Pi. Damit hat sich schon der Archimedes, und zwar ungefähr um 287 bis 212 vor Christus, beschäftigt. Der wollte nämlich Pi bestimmen. Man kann davon ausgehen, dass alle frühen Hochkulturen schon mit der Zahl Pi da vertraut waren. In den letzten Jahren ist es da zu einem Sport geworden, erstens möglichst viele Nachkommastellen auswendig herunterzusagen und auf der anderen Seite möglichst viele Stellen nach dem Komma zu berechnen. 3,141592,6. Na, mehr kriege ich auch nicht hin und mehr brauche ich auch nicht. Was auf jeden Fall klar ist, Pi ist eine irrationale Zahl, das heißt, sie lässt sich nicht durch einen Bruch darstellen. Die Nachkommastellen sind unendlich und sie wiederholen sich nicht. Und man nimmt allgemein an, dass der Buchstabe Pi von dem griechischen Wort Perimetron kommt, das ist der Umfang, oder vielleicht von Peripheria, Randbereich. Beides halt mit P. Und so wie wir P sagen, sagen die Griechen Pi. Im Jahr 1596 gelang es Ludolf von Keulen, die ersten 30 Stellen von Pi zu berechnen. Angeblich hat er 30 Jahre seines Lebens dafür geopfert. Und der Name Ludolfsche Zahl erinnert heute noch an diesen Mathematiker. Noch bemerkenswert zur Zahl Pi
Im amerikanischen Raum schreibt man das Datum anders. Da kommt zuerst das Monat, dann ein Schrägstrich und dann das Datum. Und deswegen feiert man am 14. März, in Amerika geschrieben 3/14, als den sogenannten P-Dog, Pi Day.